Wie soll ich denn da anständig landen? Uff. Muss ich mich ja von der Mine treffen lassen? Wie sonst soll ich da... Das ist doch wirklich bescheuert gerade. Ja. Oh. Ja, toll. Mich nervt es auch vollends, dass die Tierrettung wieder zurückgesetzt wird dabei. Jetzt muss ich irgendwie einen Pfad durch diese Kisten finden, aber wie? Nein! Ah, shit! Hm. Wie soll denn das hier gehen? Wie stellen Sie sich das vor? Okay. Bin zumindest auf einer drauf. Okay, nein! Ah! Komm! Wenigstens. Aber. Das ist einfach, ohne diese Scheißmine nicht geht. Ich meine, es geht, aber es ist furchtbar schwer. Wie soll man da bitte schön einen richtigen Pfad finden? Also, den richtigen Pfad finden, da muss man wirklich sau präzise sein. Nur ein einziger kleiner Fehler und das war's. Das finde ich wirklich bescheuert gemacht. Da ich sowieso genug jetzt für den fünften Turm habe, werde ich ja wirklich jetzt nur die Sideway Stages ganz normal machen. Ich werde jetzt nicht versuchen, die 100% abzuschließen. Nein! Come on! Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, warum. Es ist für mich einfach nur dumm und unnötig, das Ganze. So, wo ist jetzt hier das Ziel? Wieder über diese Kisten? Euer Ernst? Ah! Da! So, jetzt darf mir bloß nichts wieder passieren, weil sonst müsst ihr den ganzen Schmarrn wieder von vorne anfangen und ich habe keine Lust darauf. Shit. Leute, wisst ihr was? Wir lassen es sein. Wir klimmen am besten den Turm, weil auch dieser Cyberspace Level hat mich abgenervt wie wahnsinnig. Ich kann ihn einfach nicht ausstehen. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, wir lassen die ganzen Cyberspace Level sein, weil wenn die wirklich in dieser Qualität sind, dann sorry, dann kann ich einfach nicht mehr. Ich kann die einfach nicht mehr. Ich kann sie nicht ertragen. Tut mir leid. Oh, es gibt aber... Hey, das sehe ich auch erst jetzt. Es gibt tatsächlich noch Gespräche hier. Ein Haufen sogar. Ich hoffe, mit den anderen habe ich... mit Tails und Knuckles hätte ich noch welche machen können. Die habe ich hoffe, ich jetzt nicht auch noch verpasst. Unnötig. Mach mal das noch ganz schnell und dann... Würde ich sagen, wenn wir dann den letzten Turm erklimmen. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das mit euch durchziehen, aber ich schaffe noch nicht mal bis zum Ende der Cyberspace-Levels. Also, beim ersten hatte ich schon extreme Probleme. Und jetzt... alleine hinzukommen und dann wollte ich noch mit S-Rang das abschließen. Aber nee, das ist für mich einfach nur... ein Desaster, ganz ehrlich. Sorry, aber diese Plattformpassagen mit diesen kleinen Kisten da. Um wirklich so extremste
Pixel genau da springen muss, darauf habe ich keine Lust mehr. Alter, es reicht mir schon die Türme, also wirklich, diese Cyberspace-Level, die mag ich überhaupt nicht. Da hat man wirklich das Feedback wirklich wieder falsch aufgenommen, aber sowas von. Oh, was ist los, Sonic? Musst du schon eine Pause machen? Was redest du denn da? Nur noch eine Runde und wir sind fertig. Oder vielmehr, noch eine Runde und wir müssen den großen Kerl am Himmel besiegen. Oh, wäre diese Cyberkorruption nicht, würde ich ihn selbst verprügeln. Aber leider muss ich dir das überlassen. Vermassel die Sache nicht. Wäre schon schön, wenn Knuckles da auch wieder richtig mitwirken könnte, aber ja. Gut, der nächste. Ja, die nächste wäre Amy. In der Nähe. Ja. Da. Ganz schön weit hinten. Na gut, ich könnte auch die Schnellreise verwenden, aber so ist es doch ein bisschen cooler. Ne? Ich hoffe, das macht euch nichts aus, weil ich habe eh schon die Karte vervollständigt und alles, also das muss hoffentlich ausreichen. Amy, ich weiß, du sorgst dich um die Coco, aber du musst dich auch um dich selbst kümmern. Genau das Gleiche könnte ich über dich sagen. Die Cyberkorruption schmerzt, aber wenn du das aushältst, dann ich auch. Nun, da ist was dran. Wir werden das durchstehen, gemeinsam. Ja, gemeinsam ist man stärker, nicht? So. Als nächstes. Da. Sage. Oh! Aber schon aufpassen, dass ich dabei nicht wieder runterfalle. Hm. So, da könnte ich eine Schnellreise machen. Hm, obwohl. Da bin ich fast noch ein bisschen weiter entfernt, aber. Ich glaube, da komme ich trotzdem leichter hin. Im Allgemeinen. Oder? Wie muss ich dann irgendwie erklimmen hier? Jetzt reicht's mal. Passt. Ah, so komme ich da rauf. Da passt das. So. Das war ganz Age. Bis auf Kronos Island nicht auch so ein Pyramidendings? Gehören die zusammen? Sollen die vielleicht was in den Himmel schießen? Das ist falsch. Das sind Terminals. An der Pyramide von Kronos Island dockten die Raumschiffe der Ahnen an. Da die Energiequelle noch intakt ist, schwebt sie noch. Alle anderen Funktionen sind jedoch seit langem ausgefallen und die Aufzüge wurden vor langer Zeit zerstört. Ha. Was ist mit dem coolen Ding darunter, das wie ein Spinnennetz aussieht? Das sieht nicht aus, als hätte es mit Raumschiffen zu tun. Dieser Bereich war im Grunde ein Hafen. Nicht nur für Raumschiffe, sondern auch andere Schiffe, die zu den übrigen Inseln fuhren. In den unteren Stockwerken gab es einen Ruhebereich. Ein wichtiger Ort für die reisenden Ahnen. Aber jetzt ist das nur noch architektonisch interessant. Hm. Ja, gibt natürlich Sinn. Schön, gut zu wissen. Schön, dass man hier ein paar immer gute mit guten Infos versorgt wird. Da kann Sage dann uns noch weitere geben. Da oben? Oh Mann. Oder nein, hier. Drüben. Warte mal. Hm. Macht nicht wirklich Unterschied aus. Ja, vielleicht ein bisschen. Na, ja, das sind wir schon. Ich springe auf die Grindschiene da drüben. Hältst du auch drauf? Hm, so erscheinen sie dir also. So erscheinen sie mir? Siehst du sie etwa nicht? Diese Iteration des Cyberspace basiert auf deinen Erinnerungen.
Durch die Verbindung zu dir wirken sich deine Erinnerungen jetzt auch auf Dinge außerhalb des Cyberspace aus. Aufgrund der Verbindung sind viele Dinge, die du um dich herum siehst, Nachbildung deiner Erinnerungen. Das zeigt, wie tief du mit dem Cyberspace verbunden bist. Ich habe den Bereich gescannt, auf den du zeigst, aber meine Sensoren können nichts finden. Soweit ich sehe, gibt es hier nichts. Also kann wirklich nur Songet die anderen das sehen? Interessant. Hätte ich nie gedacht, dass es auf diese Art und Weise fungiert. Ja, da gibt's keine Schnellreise, da muss ich zu Fuß hin. Ist aber auch gut so. Muss nicht immer sein. Dass man sich darauf verlasst. Stimmt so, da habe ich recht, Sage. Wir sind der Spur der Chaos Emeralds gefolgt und Knuckles ist wegen der Ruinen hier. Aber was macht Big hier? Ich meine nicht, dass es verkehrt ist, einfach nur gern zu angeln. Angeln? Wenn du die lilafarbenen Portale meinst, das sind keine realen Orte. Sie sind eine Art Cyberspace, rekonstruiert aus deinen Erinnerungen. Ich empfange keine Signale aus diesen Bereichen, wie das des Doktors oder deiner Freunde. Der Big the Cat, den du gesehen hast, ist wahrscheinlich eine Illusion aus deinen Erinnerungen. Dass du mit der Illusion reden konntest und glaubtest, sie sei echt, beweist, wie lebhaft deine Erinnerungen an ihn sind. Normalerweise löst die Reise zwischen Räumen ein Gefühl der Gefahr aus, so stark, dass sogar du sie hättest spüren sollen. Es war ja nur Big, das erschien mir eigentlich nicht gefährlich. Aber ich bin sehr froh, dass er sich wohl irgendwo in irgendeinem Dschungel rumtreibt. Ja, das erklärt doch, warum er hier ist. Das war auch allein aus Sonics Erinnerungen. Hm. Ja, gut zu wissen, so. Was wohl Tasteboy dazu sagt? Auch da gibt's keine Schnellreise. Na komm. Oh. Okay, ein bisschen Platforming, um darüber zu gelangen. Muss auch erstmal eine Anlaufstelle finden. Und auch rüberkommen zu können. Hey, komm, 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 komm. Okay. Alles ist gut, alles ist bestens. Wir sind einen Schritt vom nächsten Turm und dem nächsten Emerald entfernt. Du schaffst das, Kumpel. Ich stehe hinter dir. Danke. Und ich stehe immer hinter dir. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde alle retten. Richtige Einstellung. Na schön, wen haben wir denn noch übrig? Da sind noch einige, da komm, zeig mir an. Gut, auf der Seite haben wir alle. Gibt's noch zwei Gespräche mit Eggman und eins mit Sage auf der Seite. Gehen wir mal als nächstes dorthin. Da muss ich wieder langsames Plattforming zurückmachen, aber... Das soll mal recht sein. Warum sind da Fertigkeitenpunkte von Knuckles? Liegen da einfach so lose da. Aus dem Weg hier. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, wie komme ich da jetzt nochmal rüber? Ist irgendwo eine Railschiene, die dort... ja. Wie wär's, wenn du... Ach komm. Wie wär's, wenn du einfach mal eine Schnellreise machen würdest und dann klappt das schon. Fast. Aber ziemlich nahe dran. War ziemlich gut geraten. Oh Mann, ich bin schon wirklich zu sehr gewohnt als Fußkonten, dass ich dann vergesse, dass ich die Schnellreisefunktion eh schon freigeschalten habe. Die Insel ist riesig. Es wird eine Menge Arbeit, sie zu erkunden. Naja, wenigstens nicht so groß wie die sandige Aris Island. Mit meinem Eggmobil ist das kein Problem. Selbst die Ahnen hatten Transportmittel auf Aris Island. Hast du die baufälligen Brücken und Gerüste auf Aris Island gesehen?
Die Straßen und Tunnel sind im Verlauf der Jahre verfallen, aber das waren im Grunde Schnellstraßen. Außerdem wurden die Schnellstraßen aus dem Untergrund mit Energie versorgt. Fahrzeuge konnten tanken, indem sie einfach durch die Tunnel und über Sprintfelder fuhren. Tankstellen waren überhaupt nicht nötig. Aber jemanden wie dich interessiert das ohnehin nicht. Außer mit Schallgeschwindigkeit rumzurollen, hast du ja nicht viel drauf. Ich würde mal aufpassen, was du sagst. Der hat mehr drauf als das. Außerdem läuft er mit Überschallgeschwindigkeit rum. So viel Zeit muss sein, Doktor. So. Gut, jetzt noch zwei Gespräche mit Sage. Oh, ich bin hier schon ziemlich nah dran. Gleich da vorne. Ja, das erklärt auch, warum diese Sprintfelder und alles so und all der ganze Schmarrn da ist. Ne? Aber was kann uns Sage hier noch alles erläutern? Der nächste Turm ist der letzte. Nun müssen dein Mut und dein Tempo das Schicksal überwinden. Mut und Tempo? Feuerst du mich etwa an? Die Sache wird interessant. Hier gibt es viele unbekannte Möglichkeiten, die meine Berechnungen durcheinander bringen könnten. Na, solange es nicht unmöglich ist, reicht mir das. Packen wir es an. Bitte, nutze dein Potenzial, um den Doktor zu beschützen. Alles kein Ding, alles kein Ding. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gut, also... Ja, jetzt noch ein Gespräch mit Eggman. Und dann dürfte es das gewesen sein. Dann steht uns nichts mehr vor dem Turm. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht noch mehr Cyberstages betreiben werde, weil nach der Erfahrung mit dem letzten, was ich hatte, oh mein Gott, das war einfach mir zu viel. Einfach nur viel zu viel nervige Sachen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Es tut mir leid. Ihr könnt es meinetwegen Skillfehler nennen, aber ich habe da... Ach. Ganz ehrlich. Ihr seht ja, was da abgeht. Das ist mir einfach zu viel des Guten. Da haben sie den Schwierigkeitsgrad wirklich übertrieben, was das betrifft. Und vor allem, es wirkt für mich auch eher billig. Dahingeklatscht, wie sonst was. Keine richtige Herausforderung, wo es zufriedenstellend ist, besser zu werden, sondern einfach nur billige Herausforderung, nichts anderes. Das tut mir leid, dass ich es so sehe, aber es ist halt meine Meinung. Wenn ihr jetzt Spaß damit habt, dann respektiere ich das natürlich, aber ihr müsst auch respektieren, dass ich keinen Spaß daran habe. Aber die Cyberspace Levels habe ich ohnehin nicht wirklich gemocht. Das Erkunden hier bei den Oberwelten war immer für mich das, was Sonic Frontiers ausmacht. Nicht wahr, Eggy? Hey Eggman, hast du den Emerald gefunden? Ein Genie lässt sich nicht hetzen. Außerdem bist du mit diesem Turm noch nicht fertig. Worauf wartest du noch? Sonic the Hedgehog lässt sich nicht hetzen. Bin ihm nur wieder da. Das könnte man noch ein bisschen besser aussprechen. Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Spricht man es eigentlich aus. Und das kommt auch von jemandem, dessen Sprache, dessen Muttersprache Deutsch ist und nicht Englisch. Oder Hochdeutsch besser. Sag ich Hochdeutsch, das ist Deutschland. Österreich-bayerisches Deutsch. So. Gut, dann begeben wir uns mal schnell zum Turm. Könnten auch schon mal erklimmen. Aber ich hoffe, also versuchen zu erklimmen. Ah, shit. Das ging schief. Komm jetzt. Beeil dich. Da drüben ist er. Ich bin eigentlich richtig rum. Kommt mir das so vor, oder wird er... Ah, ich bin eh schon da. Da ist der Turm. Na denn? Hm.
Gut, also wir haben schon mal hier Kletterhilfen in Form von den Bassbombern und der Kiste. Das langfällt mir das jetzt noch... Okay. Ich sage jetzt lieber nichts, weil das kann bestimmt noch heftiger werden. Das ist ja schließlich schon der letzte Turm. Aber gut, der Schwierigkeitsgrad war auch ein bisschen inkonsistent, weil schon der zweite Turm war wirklich der heftigste. Hat mir wirklich die meisten Nerven gekostet. Also, ja, man wird sehen, wie es noch wird. Okay. Am besten vermeiden, eine Homing Attack einzusetzen, weil die wirbeln mir ein bisschen zu wirbeln mir ein bisschen zu oft rum. Okay, jetzt! Was? Ich hab doch... Wie kommt's? Doch dazwischen aufgehört zu wirbeln. Ich verstehe das nicht! Nein! Ach, ich hätte... Sparring einsetzen sollen, nicht Depp. Ja, toll. Was soll ich davon? Ja, dann hätte ich vielleicht mich noch irgendwie retten können. Come on, was ist denn jetzt wieder los? Warum wird das jetzt... Warum geht das jetzt so schief hier die ganze Zeit? Und wo sind jetzt bitte die Bassbomber? Die brauche ich doch, um da hoch zu gelangen. Sag mir nicht, dass die Gegner ja auch nicht mehr respawnen. Was soll die Scheiße? Dadurch wird alles nur noch kompliziert, unnötig komplizierter gemacht. Ja, das wird alles nur noch komplizierter hier. Okay. Vielleicht lasse ich mich hier am besten mal führen kurz und dann kommt bestimmt an Stelle, wo ich nach oben gelange. So, wo ich hochklettern kann, um dann an diese Plattform hier ran zu gelangen. Und jetzt. Okay, jetzt geht's richtig weit hoch. So weit, so gut. Oh, shit. Kanonengeballere. Muss natürlich auch, darf natürlich auch nicht fehlen. Da kann ich es ein bisschen langsam angehen. So, dass ich rechtzeitig ausweichen kann. Ich glaube, die Kanonenkugeln lasse ich lieber... Wow, das war knapp aus. Na gut, hier kann ich sie gebrauchen. So. Da kann ich froh sein, dass vielleicht die Homing Attack nicht auf den Sprungknopf gelegt ist, weil dann würde ich viel zu oft jetzt die Homing Attack einsetzen, wenn ich dann versuche, einen Doppelsprung einzusetzen. Okay. Wow, Speed! Oh, shit. Hä? Werde ich dem jetzt ausweichen können? Oder hätte ich da jetzt den Spin Dash einsetzen sollen? Höchstwahrscheinlich den Spin Dash. Wow. Das sind doch keine Kanonen, das sind Maschinengewehre. Oh, sowas von. Wie weit es jetzt noch geht. Nein, was machst du? Oh, Scheiße. Nein, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist es nicht euer fucking Ernst. Kann ich mir noch irgendwie da retten? Come on. Gib mir doch wenigstens etwas. Das gibt's nicht. Ich falle jetzt wieder komplett runter. Fuck. Warum habe ich keine Homing Attack auf einen dieser Kugeln eingesetzt?
ist da los? Warum hat das nicht geklappt? Was ist das für ein Bullshit? Und schon so weit nach oben gekommen und dann muss ich wieder von vorne. Ich hasse das. Ich hasse es einfach nur, dass es da keinen verfickten Checkpoint bei solchen blöden Türmen gibt. Den aus dem Weg. Nein! Okay, das war jetzt nicht die elegante Art, da hochzukommen, aber irgendwas musste ich tun. So, wo lang jetzt? Da. Darüber. Und weiter. Ist auch genauso gut mit einem Spin-Dash, da kann ich wenigstens Gegner damit bashen. Anders als mit dem Boost. So wie es früher der Fall war. So. Was haben wir hier? Also wir sind fast da. So, der Turm war jetzt auch nicht unbedingt bislang so extrem schwierig. Puff. Der Homing Attack kann ja wirklich ein Fluch sein an der Stelle. Uff. Okay. So. Gleich haben wir es geschafft. Oh shit. Muss man wirklich genau timen mit dem Sprung. Und das sind wir. Haben es geschafft. Was ist das? Haben wir eine Abkürzung erschaffen, praktisch? So sieht's wohl aus. Guckst du das einer an? Oh, na schön, was uns dort für eine Prüfung erwartet. Wenn wir dann ab dem nächsten Part feststellen und wem er geht. Wenn es trotz alledem zu gefallen wusste, das bestimmt mir sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Sind Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh yeah, Crush for the Vegetinern. Bis diesen Part von Let's Play Sonic Frontiers The Final Horizon. Also auf Wiedersehen und tschüss, ihr Leutchen. My heart.